Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 78. Wie immer zum Bau einer Modellbahnanlage. Von Anfang an könnt ihr hier dabei sein und Freitag 16 Uhr hochgeladen. Ja, heute geht es um die untere Ebene, die ich endlich anfangen werde, damit ich nämlich auch die höheren Ebenen weiterbauen kann, damit ich weiß, wie es unten ja anfangen soll, wie ich das Ganze gestalten werde. Was ich jetzt gemacht habe, das Ganze wird ein Tauschmodul mit mehreren Gleisübergängen. Das möchte ich euch natürlich jetzt in diesem Video und natürlich in den folgenden Videos zeigen, weil so schnell ist es im Wochenupdate auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, heute setzt man den Grundstein und ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Natürlich wie immer für alle Einsteiger, für alle Profis, für alle Freunde, für alle, die sich eingeladen fühlen. Bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Wir sehen es jetzt hier im Hintergrund oder haben es schon fast gesehen. Der neue Teil, der in Rot eingerahmt war, beinhaltet ja auch den grauen Teil, der da eingezeichnet war. Und das ist natürlich der untere Bereich, die untere Ebene. Wir sehen es hier hinten schon im Hintergrund, wie ich das Ganze abreiße, wie ich das wieder zerstöre, was ich damals aufgebaut habe. Manch einer mag gedacht haben, das bleibt so, dass da nur unten so eine Strecke ist. Aber es war ja immer so, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, dass die untere Strecke, also alles, sagen wir mal so, alles, was an unlackiertem Holz da war, lackiert kann man nicht sagen, grundiertem Holz da war. Ich habe ja schon mal gesagt, meine Schwäche ist ja das schwarze Grundieren von allen. Aber nur Schwäche ist das nicht. Das hat immer den Grund für mich mitgehabt, dass ich einfach weiß, was abgeschlossen ist, wo ich sagen kann, okay, der Untergrund stimmt, damit bin ich fertig. Das ist noch nicht, das ist schon gestrichen oder eben entsprechend nicht gestrichen und entsprechend kommt das Ganze wieder weg. Wir werden nachher auch noch, oder hier sehen wir schon im Hintergrund, haben wir ja da oben eine, ja, Brücke, da ist ja noch ein Holz, da wo meine rechte Hand gerade mit der Klebernapf da ist und dort kommt später noch mal eine Brücke hin. Da komme ich aber später noch mal drauf zu sprechen, weil das wird noch mal eingeblendet und damit wir das sehen. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt hier unten. Hier, das ist die alte Strecke, die muss ich natürlich jetzt an dieses sogenannte Modul, also jetzt kommt das erste Mal ein großes Modul, wir haben ja die beiden kleinen Module schon drin, das ist ja oben der Zeppelin-Landeplatz und die alte Wartungsstelle, die beiden sind ja nun schon 95% fertig, haben wir ja erst in dem letzten Video besprochen oder ich habe es euch gesagt. Und jetzt kommen wir darauf, dass ich sozusagen von dieser Strecke, die von meiner rechten Teil meiner Anlage, wo wir eigentlich bis jetzt kaum mal was gesehen haben, weil das ist nur fertig, da habe ich noch nie, oder nicht fertig ist es nicht, aber im Grobbau ist es soweit fertig. Das heißt, die Strecke steht, die geht ja auch, wir sehen es von hinten kommen, die geht ja auch da unten drunter, wo diese Gewichte drauf liegen, die kommt da von hinten rechts. Und ja, wie gesagt, und jetzt zu diesen Tauschmodulen. Damit ich das Ganze ansteuern kann, habe ich überlegt, ob ich mir jetzt die Mühe mache, das heißt, Mühe macht das alles, da ein Brett reinzubauen. Aber ich habe gesagt, nein, ich schließe das jetzt an den bestimmten Teil an und da verwende ich ganz einfache, billigste Dachlatten. Nichts weiter. Die werden aneinandergereiht. Im Moment sind es noch 3 Stück. Wir sehen es ja jetzt hier gerade. Das wären nachher, glaube ich, noch 4 oder 5. Also ich habe, nee, 4 wären es. Und dann kommt von vorne nachher noch eine Blende dran gebaut. Das werde ich euch aber im separaten Video sagen. Hier sehen wir das. Da soll die Brücke entstehen, da oben, ne? Und ja, das wird aber später sein, wenn der Grund erstmal steht. Jetzt muss ich mich damit beschäftigen, wie ich sozusagen die Gleisübergänge erstmal alle mache, wie ich das regle. Da gibt es ja verschiedene schöne Ideen auch im Internet. Aber ich denke mal, ich habe mir da eine eigene Sache ausgedacht dazu. Das kommt aber in einem der nächsten Videos, wenn es an die Übergänge geht. Im Moment sind wir ja sowieso erstmal an dem Unterbau. Das sieht alles noch chaotisch aus hier hinten, aber das verschwindet natürlich mit der Zeit. Das ist klar, das bleibt ja nicht so. Die frei hängenden Kabel da hinten, wo ich gerade geschrieben habe, dass die für die Riedkontakte sind. Das wird alles natürlich noch verlegt und es hängt noch wild rum.
weil ich noch eine größere Änderung vorhabe mit der Anlage, wo ich aber nochmal verschieben muss, weil ich will erst die untere Ebene fertig haben. Was heißt, fertig will ich sie nicht haben, aber ich möchte sie im Grobbau fertig haben, so dass ich sagen kann, hier kann erstmal jetzt ein normaler Zugbetrieb vonstatten gehen. Ich habe soweit alles fertig. Ob ich später mal noch andere Ideen haben werde, wo ich sagen kann, ich verändere das alles nochmal. Unabhängig davon ist es ein Tauschmodul. Das heißt, wenn ich mal irgendwann durch bin, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit der Anlage, dann nehme ich das runter, dann baue ich ein neues. Gleiches gilt ja für den Zeppelin-Landeplatz oder für die alte Wartungsstelle oder für die anderen Module, die alle noch kommen werden. Die sind ja alle so gebaut, dass ich die später entnehmen kann, zu Wartungszwecken sowieso, aber dass ich die alle entnehmen kann und später dann mal was Neues mit drauf bauen kann. Das ist eigentlich der Sinn mit davon, dass die Anlage im Grunde genommen nie fertig sein wird. Aber natürlich möchte ich sie erstmal im Groben stehen haben, bevor ich mich mit solchen Gedanken beschäftige, ist auch klar. Und deswegen erstmal grob bauen. Was ich jetzt im Hintergrund mache, ist eigentlich klar, da brauche ich nichts zu sagen. Ich säge natürlich das Ganze aus mit der Dekupiersäge, hat aber jetzt die Bewandtnis, dass ich hier ein Gleis einfüge. Ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich verspreche aber so viel alles. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Was eigentlich gar nicht geplant war. Normalerweise war es geplant, auf der linken Seite geht es ja zur Wendel, auf der rechten Seite geht es ja zum Teil mit der Doppelkreuzungsweiche, wo dann außerhalb des Schrankes sozusagen dann die Kehrschleifen drin sind in der Anlage. Und das, was ich jetzt baue, das kam mir so, dass ich gedacht habe, ein bisschen mehr Spielspaß auf der Anlage. Darum geht es uns ja. Das Bauen macht Spaß, aber das Fahren macht ja auch Spaß. Und ein bisschen mehr Spielspaß wollte ich reinhaben, dass ich sozusagen sagen kann, ich habe noch eine Strecke, die ich jetzt befahren kann. Und zwar komme ich von der rechten Seite. Ich werde es gleich nochmal, wenn das eingeblendet wird, nochmal sagen oder zeigen. Und wir sehen es da hinten, wo die Klammer dran ist. Das ist die Strecke, die gar nicht geplant war. Und da hinten geht es nochmal lang und führt dann sozusagen auf dem linken Teil meiner Anlage vorbei, sodass dann an dieser Stelle nachher 5 Gleise übereinander liegen, die dann ja insgesamt 5-stöckig wird das Ganze werden. Man wird es nicht sehen. Man wird es gerade da hinten sehen wir es nochmal. Jetzt geht hier die Strecke da hinten vorbei, um die Ecke rum und kommt hier vorne wieder raus, um dann an der Anlage von vorne nochmal vorbeizufahren. Das hatte ich mir mal ausgedacht. Eigentlich war es geplant, dass wenn wir das hier im Vordergrund sehen, das Holz, was ich jetzt gerade ranführe, das sollte eigentlich nach da hinten führen. Da, wo die, da was wir oben links gerade sehen. Und da sollte es ursprünglich ranführen. Und da habe ich mir gedacht, nö, warum eigentlich nicht? Ich kann vorne nochmal eine Doppelstrecke anbringen, ein bisschen mehr Weichenbetrieb, ein bisschen mehr Rangierbetrieb. Macht uns allen Spaß, also natürlich auch mir. Und entsprechend habe ich es dann gemacht. Da mussten halt noch ein ganzer Sack voll Weichen mehr rein, als geplant war. Aber daran soll es ja nicht liegen. Und ja, es wird nett. Es wird einfach nett. Und das dauert natürlich jetzt ein bisschen seine Zeit. Das werde ich vielleicht nicht gleich morgen fertig haben. Aber ich habe schon einiges dran gemacht. Es nimmt langsam Form alles an und es sieht nett aus, wie gesagt. Und jetzt, was ich hier im Hintergrund mache, ist, da überbrücke ich sozusagen eine Stelle, wo ich kein Holz mehr einfügen wollte, da wo das so gelb ist. Und das mache ich wie eine Art Pappmaché. Das ist aus Klebeband, mehrere Lagen. Und obendrauf kam dann mit Weißleim und mit Zellstoff, in dem Fall Toilettenpapier, auf mehrere Lagen wieder und dann wird der Weißleim hart und das wird eine richtig schöne feste Stelle da hinten. Da brauche ich keine Sorge zu haben, das wird nur Gelände an der Stelle. Da kommt also nie irgendwas drauf, was Gewicht haben wird und dann passt das. So, jetzt mache ich natürlich das, was ihr alle kennt. Ich streiche alles ein mit, das ist, wie hieß denn der Kleber? Ich habe es vergessen, ich habe es wahrscheinlich auch schon eingeblendet, aber ist ja auch egal. Hier dieser Kleber, der klebt wie Hölle und deswegen die Handschuhe. Aber der soll ja gut kleben, deswegen verwende ich ihn ja auch. Der ordentlich satt aufgetragen und das Ganze dann entsprechend schön breit gemacht. Dann oben sehen wir schon, wie ich die Rolle mit dem Kork da ausrolle. Und im Grunde genommen, es kommen nachher noch Lagen von Strecke von Holz obendrauf. Es ist eine Dämmung, die zwischen dem, was da jetzt drauf kommt und der Grundplatte sein soll, dieses Tauschmodulplatte da, die... Wie soll ich jetzt sagen, wir haben ja unter der Platte eine Art Hohlkörper. Da wird die Weichenantriebe drunter liegen, also alles, was jetzt hier unten drunter liegt. Und das erzeugt ja Schall, das ist wie bei einer Gitarre. Ne? Wenn man da die Saiten zupft, dann ist ja auch ein lauter Ton und so ähnlich wird das ja auch werden.
Deswegen habe ich das Ganze dann nochmal hier mit Kork, damit die Vibrationen so wenig wie möglich nach unten übertragen werden. Und auch wenn hier drauf nochmal teilweise Aufbau drauf kommt, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen oder übernächsten Folge, ich weiß es noch nicht, dass das eben so leise wie möglich irgendwo ist, geräuschlos, werden wir sowieso nicht hinbekommen, aber ich will auch nicht, dass das alles so blechern klingt. Deswegen mache ich mir die Arbeit jetzt hier und trage halt den Kork auf. Das mache ich sogar auch da hinten auf der Platte, auf der Strecke, die eigentlich, was heißt eigentlich, die wird Tunnel. Man wird sie nicht sehen. Ja, die Bahn, die wird dort komplett versteckt fahren. Und aber auch da möchte ich es gerne gedämmt haben, weil auch die Tunnelröhren oder noch anders, der Hohlraum ist dort ja auch. Ja, und ich möchte jetzt nicht, dass der Klang da überall so laut rauskommt. Deswegen wird auch das nochmal gedämmt. Und das ist mir eigentlich relativ wichtig. Das möchte ich schon haben, dass das alles vernünftig dann vom Geräuschpegel auch irgendwo ist. Hier vorne sieht man einen Bahnhof. Der Bahnhof wird wahrscheinlich verwendet werden, auch wenn ich sage, ich drucke mal alles selber, aber den habe ich da. Den Bahnhof werde ich natürlich nicht so lassen. Wer mich kennt, weiß das. Der wird umgebaut, der wird gestaltet werden, der wird natürlich auch von der Farbe her gestaltet werden, aber ich brauche ihn für mich als Demonstrationszwecke, ob das auch dahin passt. Ja, dass ich mich nicht verrenne, nicht, dass ich da irgendwas jetzt dahin bastle und dann passt das alles nicht und das bringt dann keine Punkte, deswegen stelle ich das immer ganz gerne hin. Und hier sehen wir jetzt schon mein Hobby. Ich muss alles schwarz malen. Naja, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass ich alles, was ich soweit fertig habe, schwarz mache. Dann ist die Sache für mich abgeschlossen, vor allem auch im Kopf irgendwo abgeschlossen. Und deswegen wurde das gemacht und es war verdammt viel Arbeit, was ich mir da gemacht habe. Und wir haben es ja auch eingangs gesehen, das Ganze, was ich da, der Kurve hier vorne, hier sehen wir nochmal, wie ich den Kleber hier aufgetragen habe. Das ist nur nochmal, um das Ganze ein bisschen zu füllen, weil das Video ist nämlich eigentlich fertig. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern werde ich mich ganz einfach für diese Woche von euch verabschieden. Am Mittwoch gab es ja noch das Sondervideo, wie ich den 3D-Druck, die Häuschen gebastelt habe. Und dann würde ich sagen, nächste Woche, Freitag, 16 Uhr, sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's schön gut. Tschüss.